Kriegsgefahr im Nahen Osten, Währungs- und Wachstumsschwäche in den Emerging Markets, dagegen positive Konjunktursignale aus den USA und aus Europa. Wie wird sich die Masse der Anleger positionieren? Herzlich willkommen zum Börsenplatz 5, dem Finanztalk, meine Damen und Herren. Denn fundamentale Daten sind eine Sache, die Reaktion der Anleger oft genug eine ganz andere. Hilfestellung leistet uns die technische Analyse, sozusagen angewandte Sozialpsychologie. Und mein Gast heute stellt die mithilfe sogenannter Wolkencharts dar. Ich begrüße Christian Schmidt, technischer Analyst der Landesbank Hessen-Thüringen, der Helaba. Herr Schmidt, wir schauen als erstes auf den S&P. Und der S&P hat sich ja relativ gut gehalten in der letzten Zeit. Amerikanische Indizes waren da ein bisschen besser als der DAX zum Beispiel. Aber jetzt mit dieser zunehmenden Eskalation da in Syrien, was könnte passieren? Er hat ja so in den letzten Tagen eher Schwäche gezeigt. Ja, genau richtig. Was wir sehen können, ist, dass die Schwächeanzeichen tatsächlich zugenommen haben. Einerseits abzulesen an den Indikatoren, die aus dem Long-Modus sozusagen in die neutrale Situation nach unten gedreht haben, beziehungsweise auch im Sinne des DMI kurz vor einem Short-Signal stehen. Andererseits, wenn wir hier... DMI, das ist der hier unten sozusagen, ja? Ja, richtig. Und wenn es hier zu einem Crossover der beiden Linien kommt, würde sozusagen das Signal generiert werden. Andererseits sehen wir hier im Wochenchart, dass wir auf eine M-Formation ähnliche Situation hinauslaufen. Und insbesondere die zuletzt ausgebildeten relativ deutlichen Abwärtskerzen auf Wochenbasis verdeutlichen doch, dass die Abwärtsdynamik zugenommen hat und wir jetzt natürlich latent Gefahr laufen, dass sich dieses Szenario noch weiter eintrüben wird. Jetzt würde ich mich noch mal erinnern an den Irakkrieg in zweifacher Ausführung. Da war dann die Eröffnung der Kampfhandlungen der Amerikaner das Signal, dass die Kurse nicht weiter gefallen sind, sondern gestiegen sind. Könnte so etwas jetzt im Fall von Syrien auch passieren? Das würde ich in diesem Moment nicht annehmen, weil wir haben einen kleinen Unterschied, aber einen sehr entscheidenden. Im Irakkrieg war es so, dass im Vorfeld die Kurse schon deutlich nachgegeben haben. Aktuell sind wir noch relativ nah an den Höchstständen. Das heißt, dieses Potenzial, was bei den letzten Krisen sozusagen vorab abgearbeitet wurde, das haben wir noch vor uns. Und entsprechend ist die Gefahr groß, dass die Kampfhandlungen dann sozusagen der initiale Trigger dafür darstellen, dass dann eben diese, ich möchte nicht ausschließen, sehr dynamische Abwärtsbewegung daraufhin folgen wird. Dann gibt es natürlich sicherlich eine heftige Reaktion beim Ölpreis, bei dem wir jetzt ja schon eine Reaktion im Vorfeld hatten. Der Ölpreis hat ja in den letzten Wochen eher geschwächelt und ist jetzt deutlich angezogen. Sie haben hier sozusagen ein Öl-Future mit Crude Light. Was könnte beim Ölpreis passieren? Wie weit könnte es dann nach oben gehen mit weiteren natürlich negativen Folgen für andere Indizes? Ja, hier können wir sehr schön sehen, dass bereits eine recht dynamische Ausbruchsbewegung nach oben stattgefunden hat an dieser Stelle. Ja. Momentan ist so eine kleine Seitwärtsphase ausgebildet worden, die in einem ersten Anlauf schon nach oben abgetestet wurde. Wir sehen auch, dass die Situation bei den Indikatoren durchweg positiv ist und das Ganze sieht sehr danach aus, als würde es zu einer positiven Fortsetzungsformation führen. Und aus dieser Formation können wir auch ein Kursziel ableiten. Das Kursziel ab der Ausbruchstelle im Bereich von 109 wären 16 Dollar. Das heißt, wir würden hier dann kurzfristig sogar das Potenzial haben, in den Bereich von 126 nach oben reinzulaufen. Gut, dann würde unter Umständen, wenn natürlich noch zusätzliche Maßnahmen kommen, die auf Ölverknappung hin deuten, das Ganze noch stärker steigen. Tja, das sind natürlich vom Umfeld her eigentlich keine so guten Signale für den DAX. Müssen wir uns den DAX noch mal anschauen. Der hat ja anders als die amerikanischen Märkte schon länger Schwächezeichen gezeigt. Wir haben hier den langfristigen Chart auf Wochenbasis und wir sind jetzt natürlich auch ganz schön runtergekommen. Die 8000 könnten sicherlich bald fallen. Wie tief dann, wenn?
Ja, was wir zunächst festhalten müssen, ist zum einen natürlich, dass der DAX zuletzt nicht in der Lage war, den Ausbruch nach oben zu vollziehen. Hier wurde eine sehr ausgeprägte Seitwärtsphase ausgebildet, die jetzt droht, nach unten, nachhaltig nach unten verlassen zu werden. Die Begrenzung bei 8.215 Punkten wurde jetzt in den letzten Tagen schon herausgenommen. Und wir sehen auch hier eine zunehmende Bewegungsdynamik auf der Unterseite. Und wo wir jetzt momentan sehr stark drauf fokussiert sind, ist die Zone um die 8040. Yeah. Dort verlaufen sehr, sehr viele Unterstützungsmarken. Und mit einem Bruch unter dieses Level sind die nächsten Targets im Bereich von 7800 zunächst, aber auch durchaus weiter unten anzusiedeln. Haben wir hier sowas wie einen langfristigen Aufwärtstrend, den man jetzt irgendwo ableiten kann, wo man sagt, bis dahin ist noch alles ungefährlich? Ja, wir haben hier zu sehen im Chart natürlich auch die Retracements eingezeichnet. Ja. Klassischerweise die erste Korrektur würde auf das erste Retracement in der klassischen Theorie führen. Das wäre im Bereich von 7.550. Mhm. Und auf dieser Basis der Fibonacci-Theorie wäre bis dorthin im Prinzip außer einer Korrektur noch nichts Nennenswertes passiert. Mhm, also 7.500. Dann schauen wir doch nochmal auf den Tageschart, um das Ganze noch ein bisschen genauer und detaillierter uns vorzunehmen. Also kurzfristig müssen wir, wie gesagt, erstmal sehen, ob die 8000 oder kurz darüber hält. Das ist die entscheidende Frage. Man sieht es hier an diesem Chart, dass hier relativ viele Linien jetzt auf dem aktuellen Niveau zusammenlaufen und das verdeutlicht im Endeffekt, wie wichtig die aktuelle Phase ist. Und ich hatte es gerade schon erwähnt, 8040 ist die alles entscheidende Stellgröße. Und wird diese unterschritten, dann hätten wir einerseits natürlich eine Beschleunigung der Bewegung zu erwarten und andererseits, das ist noch eine zweite Größe, worauf wir achten, die 55-Tage-Linie, entscheidend für die mittelfristige Trenddefinition. Diese verläuft aktuell bei 8.194 und mit einem weiteren Schlusskurs würde man sinngemäß davon ausgehen müssen, dass der mittelfristige Trend mit dem Unterschreiten dieser Marke dann gedreht hat. Ich sehe hier einen DMI-Indikator, den wir hier haben. Also der hat schon, wenn ich das richtig interpretiere, so etwas wie ein Verkaufssignal gegeben. Das ist absolut richtig. Das Verkaufssignal wurde bereits schon vor einigen Tagen generiert und momentan stellen wir fest, dass die Bewegungsdynamik größer geworden ist. Das ist zu erkennen an den Linien, die von ihrem Spread her auseinandergelaufen sind. Also hier ist jetzt auf Basis des Trendfolgers schon ein negatives Setup vollzogen worden. Mhm. Für den mittelfristigen Trend, ich hatte es erwähnt, die 55-Tage-Linie. Und mit dem Unterschreiten dieser Begrenzungen wartet dann eine weitere sehr beachtenswerte Marke auf uns im Sinne der 200-Tage-Linie, die aktuell bei Bereichen um 7.900 verläuft. Mhm. Aber wir halten fest, also bis 7.500 könnte es also mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn jetzt zu einer Zuspitzung kommt und wenn der DAX vielleicht mit einem Gap dann eröffnet, könnte es dann sehr schnell kommen. Durchaus. Also zunächst natürlich noch ein paar Zwischenmarken. Die 7812 wird noch eine große Rolle spielen, aber wenn, dann wird es mit großer Wahrscheinlichkeit relativ schnell auch in diese Richtung dann gehen. Gucken wir uns den Ölpreis, den haben wir uns angeguckt, gucken wir uns das Gold an. Das Gold, klassisches Krisenmetall, hat profitiert. Eigentlich ist es ja schon vorher angesprungen, ohne dass jetzt die Syrien-Geschichte schon im Fokus war. Jetzt aber mit Syrien gibt es natürlich ein zusätzliches Argument. Das stimmt. Das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass wir zuletzt verstärkt natürlich Käufe gesehen haben. Aber klassisch müssen wir erstmal festhalten, dass wir uns im Korrekturmodus befinden, also der übergeordnete Abwärtstrend weiter intakt ist. Wir können feststellen, dass das 38,2 Retracement angetestet wurde und im ersten Anlauf ist es nicht gelungen, diese Marke zu überwinden. Dort verläuft auch in etwa die Oberbegrenzung eines aufwärts gerichteten Kanals und von dem her hier erstmal ein relativ markanter Widerstand. Nichtsdestotrotz würde ich davon ausgehen, dass mit einem wenig Zwischenluftholen ein zweiter Aufwärtsschub folgen wird, der mindestens in den Bereich von 1490 führen sollte. Eigentlich sind ja die 1500 dann unter Umständen die Marke, die überschritten werden muss, deutlich überschritten werden muss, dass man sagen kann, jetzt ist die Bässe, die mit dem Fall unter die 1500-Marke eingeleitet wurde, erstmal vorbei.
Also grundsätzlich ja, würde ich Ihnen nahezu recht geben. Richtig, 15.560 ist das große Retracement. Aber das ist so in etwa die große Zone. Und auch hier zu erkennen anhand dieser gelben Zone, hier finden sich die markanten Widerstände. Und mit dem Überschreiten, wenn es dazu kommen sollte, dieser Widerstände, wären dann tatsächlich auch wieder die Marken, um das letzte Impulshoch dann zu erwarten. Aber gehen wir noch mal jetzt schnell nach Asien, schauen uns den Nikkei an. Ich meine, es gibt eine Reihe von asiatischen Börsen, die in den Emerging Markets sind, die schon deutlich verloren haben. Der Nikkei mit dieser besonders expansiven Regierungs- und Notenbankpolitik hält sich noch einigermaßen. Was könnte da noch passieren, sozusagen als zusätzliches negatives Ereignis? Was wir hier mit bisschen Fantasie erkennen können, ist, dass wir hier am Schluss so ein symmetrisches Dreieck gerade aktuell ausbilden, dessen untere Begrenzung ist bei 1330, 13.300, Entschuldigung, angesiedelt. Und mit einem Bruch aus dieser Formation, eine markante Formation, leitet sich das Kursziel aus der breitesten Stelle dieser Formation ab. Und das wäre durchaus ein sehr deutliches Signal, das ist in etwa diese Größenabstände. Und das würde nichts anderes bedeuten, als wenn diese Formation an dieser entsprechenden Marke verlassen wird. Auf Schlusskursbasis wir durchaus Potenziale sehen für den Nikkei, die im Bereich von 10.500 Punkten anzusiedeln wären. Also auch hier negative Gefahr oder negative Signale. Was bedeutet das jetzt für den Anleger? Also ich kann eigentlich nur darauf schließen, dass er auf die sichere Seite gehen soll. Das ist absolut richtig. Also die negativen Anzeichen bzw. die Warnsignale überwiegen eindeutig. Wir finden momentan keine tragfähigen Chance-Risikoprofile, die ausreichend gut sind. Und von dem her, wir wissen alle nicht, was am Wochenende passiert in der Syrien-Krise und damit natürlich die Gefahr, dass wir am nächsten Montag reinkommen, wenn möglicherweise am Wochenende etwas passiert ist und eventuell schon uns deutlichen Abwärtsgaps gegenübersehen. Herzlichen Dank für Ihre Aussagen, meine Damen und Herren. Das war also sehr klar. Die Signale sind überwiegend negativ und es kann gefährlich werden. Es muss nicht gefährlich werden, aber es kann. Und wer auf der sicheren Seite ist, kann natürlich dann gelassen von der Seitenlinie zuschauen. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet verfolgen unter drf.fm. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.